Wir haben in Deutschland pro Jahr 70.000 bis 80.000 Amputationen. Das sind nach wie vor viel zu viele, sodass es aus meiner Sicht durchaus sinnvoll ist, auch das, was von der Kassenärztlichen Vereinigung ins Leben gerufene Zweitmeinungsverfahren, was auch bezahlt wird, der Patient muss keine Angst haben, dass ihm dadurch Kosten entstehen, wahrzunehmen. Nach meiner Erfahrung ist es so, dass man viele Amputationen durch eine periphere Bypasschirurgie abwenden kann. Demzufolge kann ich nur aufrufen und ermuntern, dies wahrzunehmen.